ist ja eine Map, die wir auch bei Big in Köln gesehen haben. Es gibt ja auch ein paar Änderungen im System. Es wurde ja schon angekündigt im Interview, dass Big jetzt auch diese Ingame-Leader-Rolle etwas neu strukturieren möchte und auch den Stil ändert. Mal gucken, ob das hier Früchte trägt bei dem Qualifier. Wird auf jeden Fall nicht leicht. Ist auch ein sehr harter Umbruch, muss man sagen. Aber ich lasse mich da gerne überraschen. Ich bin natürlich immer einer, der nicht gerade voreingenommen ist, wenn es um Umstellungen geht. Umstellungen können gut sein, können aber auch komplett in die Hose gehen. Auf jeden Fall der Big Clan erstmal mit guter Kontrolle vor B. Da versucht man jetzt mit Pistolen durchzukommen. Schnell den Gegner irgendwie zu überpushen, das klappt ja auch. Also Dennis kann die Öffnung finden, aber trotzdem Buski wartet. Nochmal Positionswechsel oben am Fenster. Hunden passt auf die Mitte auf. Und damit ein Plant wäre natürlich noch super, wird aber instant verhindert. Nur noch der Spieler auf dem Plateau. Nochmal ganz gut Schaden für das, was Big investiert hat. Ja, ja, die Nate. Für das, was Big investiert hat, ist das gar nicht so verkehrt. Und Tizian kann ja auch noch weiter Schaden machen. Da rennt ihm fast noch der letzte Spieler rein. Tizi fast hier mit der Runde für den Big Clan. Da wurde fast nichts investiert. Die Runde war schweineteuer für Trick. Nice try da von ihm. Aber am Ende reicht's nicht. Aber die Runde, muss man sagen, war auf jeden Fall gut gelaufen für Big. Den Schaden, den man hier gegen Trick anrichten kann, der war nicht von schlechten Eltern. Wirklich sehr, sehr stark da von Tizi am Ende gespielt. Nice drive. So, erstmal wieder sehr aggressiver Aufbau bei Trick, der auch in der Runde geht man sehr weit wieder nach vorne und Santaris, der hat wirklich Lust. Und manchmal, Enchinski hat es auch gesagt, Santaris hat halt bei der ESA-1 Cologne komplett hinter seinen Erwartungen gespielt. Und manchmal hast du auch so ein bisschen das Gefühl, dass du Santaris einfach auch von der Leine lassen müsstest, um ihm da die Freiheiten zu geben, auch das zu machen, auf das, was er gerade Lust hat. So, aber Tafsi hier mit einer sehr guten Eröffnung vorbei. Damit der Spot gefallen. Smoke kommt rein. Timing könnte gut sein für Hunden, aber Tapsen schnell genug auf der Rifle, um den B-Spot hier komplett sauber zu machen. Nee, ich find's gut. Ich bin mal gespannt, was Big da jetzt geplant hat mit der Umstellung. Wie gesagt, Santaris kann ein Schlüsselspieler werden, aber meiner Meinung nach muss man Santaris gegebenenfalls auch ein bisschen von der Leine lassen. Naja, sind wir mal gespannt. So, und damit geht es jetzt trotzdem auf den A-Spot. Nochmal die Jagd nach der letzten Waffe. Und zwar bei Borob. Und da ist Dennis am Start. Oh, schöner Headshot. Kann man mal machen. Nee, ich bin mal gespannt, was Big halt mit seinem Stil ändern will. Erstmal ein schöner Push. Der wird hier von Hunden ausgepackt. Der schummelt sich da einfach an der Smoke vorbei. Die haben nämlich nur CZ und Kevlar und nutzen so ein bisschen das Potenzial mit einem Force-Buy hier vielleicht mit wirklich sehr vielen CZs. Das dürfen wir nicht vergessen, das ist das 2. Sehr untypisch, um in der irgendwo auf nahe Distanz zu überzeugen. Und Hunden kriegt ja auch super Informationen, das dürfen wir nicht vergessen. Und wenn Hunden ein gutes Timing hat, kann er auch schnell in den Rücken reinfallen. Wird aber jetzt hier erstmal vom Molotow aufgehalten, in der Mitte steht man auch bereit. Buski kriegt aber zwischenzeitlich den ersten und zwar mit der CZ. Auf dem Spot ist man durch, hat immer noch die Kontrolle über lang. Santaris wartet immer noch im T-Spawn und ich glaube, den würde man gerne haben. So, sammelt jetzt hier, schaut natürlich auch, wo Santaris irgendwo rumschimmelt. Ja, und sie wissen, dass Santaris hier irgendwo ist. Und den wollen sie einfach nur gemeinsam rausnehmen. Diese eine Waffe mitnehmen, wäre natürlich super. Santaris rechnet mit keinem Dritten da. Und am Ende ist es hier eine 3 gegen 3 Situation. Trotzdem, die Waffe wird Arcor durchbringen. Aber das war's auch schon. Nochmal der Schaden gegen Tapsen.
Und damit wird es in der nächsten Runde, ja, höchstwahrscheinlich nochmal in eine Spar gehen. Eine CZ kann man noch weiter droppen an Hunden oder an Borup. Und dann ist man noch einigermaßen gut ausgestattet. So, wer kriegt das Ei? Na, wer kriegt die Waffe? Es bekommt der gute Borup in die Hände gedrückt. Richtung Mitte. Man versucht jetzt bei Tricked wieder ein bisschen aggressiver zu arbeiten in dieser Runde. Die CZ natürlich auch auf nahe Distanz zu bringen, das geht ja aber schief. Tja, und damit verliert man flott die ersten beiden Spieler. Das heißt für Big natürlich eine wunderbare Öffnung im Vorteil. Schauen wir mal. Aqua ausgestattet mit der AK. Na, zumindest kriegt man vor B nochmal den Kill. Trotzdem, das Ziel soll klar sein für Big. Das wird Alang. So, Borup will auch nochmal gerne eine Waffe haben. Die kann auf jeden Fall Yush schon mal mitnehmen. So, die Frage ist, willst du das nochmal versuchen? Willst du nochmal Schaden machen? Big hat eigentlich super, super viel Geld, das sie in der nächsten Runde kaufen können. Da ist halt die Überlegung, ob du einfach die AKs durchbringst und einfach diese eine CZ bei Borup nochmal irgendwo auf den Exit-Track abstellst. So sieht's aus, sie wollen safen gehen. So, noch ein bisschen Fußball spielen. Pass auf Blumenkübel 1. Oha, der Ball ist ja komplett da am Eskalieren. Nee, aber das wird safen sein. Absen. Nimmt da nochmal Borup raus. Das Ziel ist jetzt bei Drake, diese beiden AKs durchzubringen. Und das schaffen sie am Ende auch. 4:4. Für Big Clan natürlich eine super Situation, den Ausgleich zu holen. Trotzdem, Drake saved sich hier nochmal zwei Waffen durch. Und damit haben sie natürlich wunderbares Equipment. Wir sehen es, eine AWP ist drin durch die beiden AKs. Auch gute Utility. So, Dennis direkt mal mit Top 4 nach vorne, trifft aber Akko nur am Bein. Und damit gewinnt er auch erstmal dieses frühzeitige AWP-Duell, beziehungsweise den Raum für sich. So, dreht sich weg, super gespielt von Borup. Ey, geiles Support-Flash von Hunden. Ja, dieser kleine Vorteil, den man sich erarbeiten kann, der scheint hier gut zu funktionieren Richtung Kurz. Das Spiel von Tricked allgemein doch sehr aggressiv. Also man versucht immer wieder Räume einzunehmen, Richtung Kurz zu arbeiten. Richtung B zu zeigen, dass man den Raum Richtung Katakomben haben möchte. Auch vor A immer wieder die Initiative ergreifen. Ist auf jeden Fall nicht von schlechten Eltern. Und damit wird man dann auch belohnt zum 5:4. Also Big läuft hier erstmal gegen die Wand. Jetzt schauen wir aufs Geld. Genug ist da. Wir haben eine Matchpause. Eine Technical haben wir bei Big. Pardon. Also keine Matchpause, eher was Technisches. Wir gucken gerade mal nach. Da sind nur vier Leute auf dem Server. Macht da natürlich auch Sinn. So, damit warten wir auf Santaris, dass es weitergeht. Na, da würde ich mal sagen, also, die Jungs von Tricked gefallen mir auf das 2 hier verdammt gut auf der CT-Seite. Also, sie nehmen halt schon sehr präsent die Räume ein. Besonders ist nicht gefühlt das erste Mal, dass sie halt versuchen, hier wirklich Richtung Katas vorzukommen, was meiner Meinung nach wirklich eine gute Idee ist. Steht meistens schon Big einen in Lower Tunnels oder eine aimt hier an. Also da haben sie sehr gute Chancen, immer einen rauszunehmen. In der Mitte zeigen sie bisher fast gar keine Präsenz, denn dann Richtung Kurz. Oder sie versuchen halt lang einzunehmen. Also sie nehmen bisher bei Tricked, wenn sie dann auch das Equipment dazu haben, nehmen sie halt auf jeden Fall hier Räume ein. Und das ist halt das Gute auf einer, ja, gut eingespielten CT-Seite, dass du mit solchen Räumen halt super, super gut arbeiten kannst. Und dir natürlich auch diesen kleinen Nachteil wieder in Waagschale legen kannst. Und zwar Map-Control. Und das ist auf das 2 immer sehr, sehr schwierig auf der CT-Seite, weil du irgendwo immer eine Gap hast.
und der Gegner am Ende auch durchkommen kann. Bestes Beispiel ist zum Beispiel, du gehst erstmal auf Kontrolle mit 3 Leuten Richtung lang oder mit 2 Leuten Richtung lang, kannst du natürlich schlecht die Lücke schließen Richtung kurz. Willst du Richtung kurz spielen, kannst du die Lücke Richtung lang nicht wirklich schließen. Und so nimmt das halt alles so seinen Lauf. Gar nicht so leicht, das 2 auf der CT-Seite. Aber Strict vs. Hash spielt, macht auf jeden Fall Bock auf mehr. Ja, nächste Runde. Also Tricked wieder an den AWPs, diesmal in der Doppelausführung. Auf den Molotov rein, Flashbang sind gut. Big geht erstmal auf Flankkontrolle und möchte auch direkt sehr, sehr schnell den Pit ihr eigen nennen dürfen. Und sie sind wirklich mit dem kompletten Team durch. Und das ist natürlich sehr interessant. Hier haben wir wieder einen sehr aggressiven Aufbau, diesmal mit einem Tower auf Seiten der Dänen. Und wie gesagt, dieses proaktive Spiel, was sie bisher aufziehen auf der CT-Seite, gefällt mir persönlich ganz gut. Jetzt wird man aber das erste Mal für den Pick bestraft. Dann die Öffnung für Big Richtung lang. So, kurz hat man noch. Und das ist wichtig. Wenn da kurz nichts kommt, kann man sich vollstens auf lang fokussieren. Das können sie jetzt hier super mit 2 Spielern machen. Eine CT-starke Kill von Tarpsen. Tarpsen zusammen mit Zantaras direkt hinterher. So, der Spieler wurde gesehen in der Ecke. Zantaras muss es nur noch annehmen. Geht auf Prefire und bangt ihn einfach aus der Weltgeschichte raus. Starker Zugriff von Big. Genau in der Situation. Und besonders, was ein krasser Entry von Tarpsen da unten Richtung CT. Ja, der war stark. Der gibt 10 von 10 von mir. Also, sehr schön gespielt von Big. Kompromissloser Zugriff. Und damit haben wir Trick wieder in der Eco. Und diesmal gibt es hier keinen bei. Man geht direkt in eine Full Eco. Ja, und rennt einfach Richtung Mitte hoch. So ein bisschen Tontauben schießen, ne? Jetzt kommt Zantaras noch von der Seite. Noch ein bisschen was fürs LTV-Battle machen. Zack, dann gibt es den Headshot. So, Zantaras bisher doch auch ganz gut bei diesem Qualifier performt. Also die erste Map war echt gut von ihm. Von der zweiten haben wir jetzt noch nicht wirklich viel gesehen. Aber zumindest stimmt bisher das Backup, beziehungsweise die Game Sense, die auch beweist hier auf das 2, die stimmt auf jeden Fall. Also, er schaut oft nach hinten, geht mit Tapsen nach vorne, holt die Refrags. Oder man nimmt einfach gemeinsam den Raum aus. So, und damit geht es hier in die Offensive. So, mal gucken, was man da machen kann. Also, sie brechen diesmal Richtung B durch. Schneller Tempowechsel vom Big Clan. Und zwar Richtung B-Side. So, Gott B schließt jetzt natürlich auf. Und ja, damit versucht schon hier nochmal durchzuschummeln. Aber das wurde sauber von Gott B abgehalten. So, die Frage ist natürlich jetzt, Arco, was will er in der Situation machen? Es war wahrscheinlich ein bisschen zu zügig, was der Big Clan gerade Richtung B da angezogen hat. Ja, und das ist mal ein gutes Umschaltspiel von Big. Genau in solchen Runden einfach mal zu sagen, okay, wir werden jetzt einfach mal versuchen, schnell den Raum einzunehmen. Das war auf jeden Fall hier Gold wert. Also, guter Call. Damit Tricked wieder mit dem Rücken gegen die Wand. Und in so einer Runde unglaublich wichtig, weil Tricked halt genau solche Runden braucht, um wieder in die Partie reinzukommen. Da aber ohne Chance. Und auch hier geht es wieder flott auf B drauf und Zantaras, wie schon in Partie Nummer 1 mit der Rifle heute verdammt gut am so, das ist mal Gott B an der Krieg und das war's. Also Runde vorbei. 5 zu 8. Ja, das sind gute Calls gerade von Big hier auf das 2.
Also besonders dieses schnelle Umschaltspiel Richtung B war halt einer der Schlüsselrunden, die hätte Trick sehr, sehr gerne gehabt. Macht aber Big einfach abgelehnt. Damit nächste Runde für Trick mit Waffen. Da ist natürlich jetzt Loser-Bonus dabei. Das heißt, es gibt auch wieder eine AWP und zwar eine Doppelausführung und Gob B auf schnellen Vorwärtsgang. So, er wird aber hier abgefangen. Ja, er wird abgefangen. Aber trotzdem, man kommt schon über kurz hinterher. Und das war's mit dem kompletten Team. Und schon wieder ist es Tizian, beziehungsweise ist Antares im Vorwärtsgang. Direkt immer in der ersten Reihe. Und dieses schnelle, aggressive Spiel, damit hat Trick gerade riesen Probleme. Das kriegen sie gerade nicht unter die Kontrolle. Jetzt liegt es am Borup hier nochmal. Die Flashbang nicht ideal. Trotzdem die zweite umso besser. Nämlich die hat da nochmal gut dem guten Borup geholfen, dass man den Spot nochmal aufmachen kann. Ah, das Timing perfekt von Santaris, aber der spielt ja auch heute butterweiches Counter-Strike mit seiner AK. Jo, und der nächste Headshot. Ja, den hätten sie gebraucht, und zwar nämlich bei der ESA One Cologne. Da hat nämlich Santaris gerade nicht seine beste Woche gehabt. Aber da scheint er wohl am Wochenende nochmal gut gefrühstückt zu haben im Hotel. Runde. So, da wird nochmal den Autosniper investiert. Ja, und dann kriegt Tapsen auch hier direkt einen zusammen mit Santaris. So, Waffe wird weggeschmissen, AK aufgenommen und damit geht's hier weiter munter fröhlich. Und zwar in dem ersten Vorteil. Ist natürlich super, wenn Big so viel Geld angesammelt hat in den letzten Runden, dass sich auch einen Autosniper leisten können. Und dadurch natürlich diesen klassischen Bang in der Mitte einfach runterspielen. So, meine Herren ist und Damen natürlich. Es geht nach vorne. Zur Kombination. Also, das ist ein Big. So stelle ich mir das vor. Bisschen Eier in der Hose. Bisschen aggressiveres Spiel. So, und erstmal hier die Smoke-Richtung lang. Also man weiß natürlich, dass es bei Trick nochmal eine ganz, ganz wichtige Runde, wenn man die holt. Hat mir die erstens die Doppel-Digits verhindert. Auf der anderen Seite natürlich nochmal ein wenig mehr Freiraum, ein bisschen mehr Puffer, um Big hier zu contesten. Und Bubski fängt direkt mal mit der Scout an. Also, das sieht doch ganz gut aus. So, unten mit einer Superflash. Oh, die Flashbang ist wirklich super schön gewesen. Er kriegt zumindest noch einen raus. Aber Santaris passt hier auf Anti-Flash steht er bereit. Trotzdem 3 gegen 3 Situation. 8 Sekunden. Ja, und Big muss die Bombe legen. Und das wird zeitlich nicht mehr reichen. Dank Bubski. Und damit haben sie die Runde nochmal klar gemacht. Das heißt, Trick ist hier am Ende nochmal auf 6 Runden gekommen. Die Flashbang von unten war exzellent. Ja, und Bubski Richtung kurz mit der Scout. Der erfüllt auf jeden Fall seinen Soll. Also, da muss man sagen, das war wirklich sehr, sehr diszipliniert von Trick runtergespielt. Big vielleicht ein bisschen zu lange am Ende gebraucht. Dann lassen sich da noch von der Scout gut wegsnacken. Naja, solche Runden gibt es natürlich auch. Ansonsten war das von Big eigentlich eine sehr gute Hälfte. Was mir besonders gut gefallen hat, war, dass man auch zeigen kann bei Big, was mir so ein bisschen bei der ESL One Cologne gefehlt hat, dass man halt auch schnell mal die Tempo wechseln kann. So eine Flashbang davon Tizian, GG. Ja, dass man auch mal schnell das Tempo wechseln kann und einfach sagt, okay, wir machen jetzt mal einen schnellen B-Execute und dass sie halt auch einen Santaris gerade an ihrer Seite haben, der unglaublich gut funktioniert. Trotzdem, Trick mit 6 Runden auf jeden Fall gut bedient. Wie gesagt, wenn man manchmal auch einfach die Kontrolle über das Geld verliert, kann das auch für die T-Seite mal schnell in die Richtung gehen, was wir gerade hier bei Big sehen.
So, wir haben bei Gob Doppelflash-Kombination, dafür bei Tizian das Dev-Kit auch mit Doppelflash-Kombination. Auch so ein bisschen darf man nicht vergessen, Flashbangs sind natürlich das A und O, um überhaupt auf den B-Spot nochmal drauf zu kommen, sollte es hier in den Retake gehen. Auch natürlich nochmal die ganze Offensive langsam zu slowen, aber die P250 in den Händen und davon haben wir zwei Stück an der Zahl. Die sind bei Trick natürlich super stark unterwegs. So, da wird nochmal das Duell gesucht. Da wird nur noch Borup zusammen mit seinem Mate. Dann wird hier einfach nur auseinandergerissen. Zumindest soweit es Big dann versucht, nochmal flott auf den Spot in die Verteidigung zu schaffen. Jo, aber in dem Fall ist es nur noch Gob und der wird vom Server gefaked. Schöne Runde von Trick. Die Idee von Big gar nicht so verkehrt. Trotzdem ist es hier ein 9-7. Also, Runde wichtig für Trick. Nämlich Big wird jetzt hier in die Full Eco gehen. Hat eine Flashbang dabei. Baut sich Richtung Kurze auf. So, Trick holt sich erstmal in den Raum. Auch dank der Xbox-Smoke gibt es da erstmal keine Einsicht für den Big Clan in der Mitte. Oh, man will sogar Richtung Mitte sich aufbauen. Und das könnte eine gute Lücke sein, die Trick hier einfach ausnutzen kann. So, es geht zügig nach vorne. Also, hier keine Probleme. Es kommt mit einem Backstep über lang. Ja, da können die Deutschen eigentlich nicht viel machen. Liegt auch daran, mit USPs gegen AKs und gegen McTens ist es natürlich sehr, sehr schwierig. Und sie haben alle Helme. Das kommt auch noch hinzu. So, und wer einen Helm hat, der braucht mehr als eine Kugel ins Köpfchen, um am Ende umzufallen gegen die USP. Damit geht es in die erste Waffenrunde. Bisschen Zeit ist schon vergangen. Muss man sagen, die Deutschen ganz gut ausgestattet. Wie gesagt, Trick darf man hier nicht unterschätzen. Trick ist ein sehr gutes Team. Und auch ein Team, was davon lebt, sich vorzubereiten. So ein Runden ist halt sehr, sehr ehrgeizig. Schöne Position von Centaurus. Schaden kann gesetzt werden. So, der Grundschaden ist da und auch der Waffenvorteil. So, Tizian geht nochmal den Spraydown. Oh Mann, da kommt Arko nochmal um die Ecke. Goppi, warte Richtung kurz. Burbski muss rausgenommen werden. Und damit ist es nur noch Arko im 3 gegen 1. Was kann er noch machen? Anschuss kriegt er. Scout in den Händen. Erster Feld. So, 10 Kills bisher bei ihm. Er geht nochmal über die Mitte, so wie es aussieht. Er macht nochmal einen kompletten Positionswechsel. Ey, jetzt bin ich mal gespannt, ob er da nochmal was anrichten kann. So, das ist natürlich nochmal immenser Schaden gewesen, den man hier verteilen kann. Trick so ein bisschen in der Bonusrunde. Die Scout wird jetzt weggeschmissen. Er rennt nochmal Richtung Kurz, pickt sich hier die AK und rennt nach vorne. Schaden machen wäre toll. Und das wäre fast nochmal die Runde gewesen. Was ein... Ja, Draufgänger, der Arkor hier ist. Eieiei, das war knapp. Und wie gesagt, das war nur eine Bonusrunde für Trick. Auf jeden Fall ein nice Rider von Arkor. So, und damit haben wir eine taktische Pause und die kommt von Big. Tja, bisher läuft es nicht so gut bei Hunden. Also ich glaube, wäre der noch auf dem Server hier auf das 2, wäre das um einiges schwieriger für Big, weil
Hunden halt auch gut aimen kann. Das dürfen wir halt nicht vergessen. Aber manchmal gibt es so Partien, das hat jeder mal, das hat jeder Pro-Spieler, das hat jeder von euch im Matchmaking oder bei Faceit oder wo auch immer oder im PCW oder im Official. Da läuft es einfach nicht. Da kannst du machen, was du willst. Du kommst einfach nicht in die Partie rein. Bin mal sehr gespannt, ob Big CRK in der Offensive von Tricked Stich setzt. Noch bei der Molotov-Pitch wird jetzt immer natürlich nach vorne gehen. Das wird gelöscht. Refrag kann trotzdem nicht gesetzt werden. Also Big hält weiterhin den Winkel und damit auch den Vorteil. Nämlich erstmal die Kontrolle über kurz. Wird aber nochmal hart drum gefightet, besonders mit diesem Molotov. Boopsie kommt zwischenzeitlich bei lang raus, aber das könnte ein gutes Timing gegen Tizian sein. Er geht nach vorne und dann steht Boopsie bereit. Aber der Refrag kommt von Gob B auf langer, sehr, sehr lange Distanz an der MP9. Und der zweite Spieler wartet schon. Also, da werden wir direkt die Lücke wieder schließen. Hier schickt man einfach die letzten beiden nach vorne, die noch bei Tricked Richtung kurz abgewartet haben. Und damit gewinnen sie so ein bisschen das Duell des Abwartens. Aber da muss man auch sagen, dass das gut von Tricked gespielt ist. Sie warten Richtung kurz. Sie wissen ganz genau, okay, da ist eine große Offensive geplant bei Big oder war geplant. Da wird auch noch einiges warten. Und deshalb versucht man nachträglich auch nochmal über lang ein wenig mehr, ja, Druck von der Seite aufzubauen. Tja, und schon hat man bei Dennis nur noch die Möglichkeit, die Waffen zu safen. Also da muss man aber auch sagen, dass das sehr schön von Tricked gespielt war. Da, ab dafür. So, ich muss sagen, ich habe heute Abend echt Bock, Counter-Strike noch zu spielen. Von der ESL One Cologne, ich wollte gestern eigentlich spielen, aber ich musste gestern erstmal 13 Stunden schlafen. Ich bin nach Hause gekommen, wir sind ja noch nach Hause gefahren von Köln, ne? Bin die ganze Strecke mit dem Auto durchgefahren und habe das Auto abgebracht bei Sixt und war es noch tanken. Und danach habe ich ins Bett gelegt, habe noch einen Film angemacht, für den ich jetzt keine Werbung machen möchte und bin eingeschlafen. Und das war irgendwann um 10. Und ich bin heute etwas spät aufgewacht. Und hätte, glaube ich, fast verschlafen. 13 Stunden am Stück geschlafen. Holy, holy. So lange habe ich schon ewig nicht mehr geschlafen. Normalerweise schlafe ich so 6 Stunden oder so. Aber 13 Stunden ist schon, boah. Mensch, wieso, als hätte man mich reaktiviert irgendwie oder sowas. So, aber ich freue mich natürlich darüber, auch jeden Einzelnen, der auf der ESL One Cologne war, jeden Einzelnen kennengelernt zu haben. Es war auf jeden Fall super. Es war ein super tolles Event. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß, wer auch immer vor Ort war. Es war mir eine unglaubliche Freude, jeden auf der ESL One Cologne kennenzulernen. Jeder, der auch vorbeigekommen ist und kurz mal ein Schwätzchen gehalten hat, habe ich mich wirklich, wirklich drüber gefreut. Und ein Event, was ich auf jeden Fall so schnell nicht vergessen werde. Ist auf jeden Fall mir eine Ehre gewesen, jeden, der auf der ESL One Cologne war, da auch zu treffen. Küsschen gehen raus. So, warst du der Typ mit der Macke am Bein? Ja, das ist korrekt. Genau der war ich. So, damit geht's weiter für Big. Die letzte Runde eher suboptimal gelaufen. Da gab es auch nicht wirklich viel zu holen für Tricked. Eher ein leichteres, die Runde zu holen. Deshalb hat man da natürlich auch ein bisschen Zeit mal für Dankaussagungen gehabt, ne? Und für Big geht es hier in die nächste Runde. Und zwar wieder mit einem Half-Buy diesmal. Also man hat in der letzten Runde schon nicht wirklich viel investieren können. Und da Runde kann man nicht wirklich auf einen richtigen Buy gehen.
Theoretisch hätten sie so ein, ja, etwas gesteckt bei einlegen können. Aber du willst natürlich auch viel, viel Equipment haben. Und das erreichst du im Endeffekt nur, wenn du halt mal diesen auf den Apfel beißt und dir etwas mehr zurücklegst. Guck mal, Dennis hat es ja nochmal durchgeschoben. Ganz schöner Schlingel dagegen, Arcor. Trotzdem, es ist eine 3 gegen 4 Situation und Big hat nur Pistolen. Ja, schön aufgepasst da gegen Tapsen. Da macht Jusch kein Auge. So, Grüße gehen raus an die gute Annika, die gute Mary. Hoffe, die ist auch gut heimgekommen. Nein, es war mir wirklich eine Freude, jeden da auf Cologne kennenzulernen, der vor Ort war. War auf jeden Fall sehr, sehr cool. Hat sehr viel Spaß gemacht, sich mit den ganzen Leuten auch zu unterhalten. Ja, es war schön. Da sag ich nur eins, ich liebe euch alle. Ich liebe euch alle. So, ich liebe auch gerade dieses Spiel, weil hier steht es 10 zu 11 und wir gehen in eine Doppel-AWP bei Big an den Start mit Dennis und Tapsen. Tapsen musste erstmal einstecken. Refrag kommt Richtung Kurzalter, geht sehr schnell wieder nach vorne bei Trick. Auch hier die Tempowechsel bei Trick gut abgestimmt. Big muss hier versuchen, hart mit Utility gegenzuwerfen, aber da gibt es erstmal keine Möglichkeit, die Raumkontrolle weiter Richtung Kurz zu bewahren. So, oben wartet hinter der Smoke. Timing-technisch sollte das ganz gut passen. Flashbang kommt rein. In der Mitte ist Tizian. Vielleicht kann er in den Rücken reinfallen. Sie haben keine Kontrolle über weiteren Raum. Er liegt jetzt am Bubski. Ob er da Schaden machen kann, weil Gob ist zwischenzeitlich gefallen. Der hat nämlich an der Headshot-Schräge gestanden. Wird hier aber rausgenommen. Und damit ist dieser Split für Tricked absolut erfolgreich verlaufen. Das sah sehr gut aus. Nimmt wieder sehr schnell den Raum Richtung Kurz ein. Big versucht es diesmal etwas defensiver, auch durch das Doppel-AWP-Setup. Und tja, da kann man nur safen gehen in dieser 3 gegen 2 Situation. So, und denkt dran, danach haben wir noch Sprout. Ja, wir werden auf jeden Fall, egal ob Big gewinnt oder Big verliert, werden wir zu Sprout gehen. Weil das wird auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Partie. Sprout gegen Mousebot oder Crazy, das wird sich natürlich auch noch im Laufe des Tages entscheiden. Da können wir vielleicht mal ganz kurz schauen, wie da das Ergebnis ist. Grüße gehen raus an den Herr Rische und an Stefan und an den Herr Paulus, nämlich den guten Daniel von Sprout. Ja, ihr könnt nachher hier Sprout bewundern. Deshalb ist der gute Daniel Paulus ja auch schon am Start. Der ist hier schon mit am Schieren, so mit Glitzer-Pönöppeln. Läuft er schon im Office rum wahrscheinlich. Wie steht's bei den Jungs von Mousebots? Da sieht es gar nicht so gut aus. Die erste Hälfte ist ein 4 zu 11 für Crazy. Also, hey, Mousebots, ey, das ist der absolute Endgegner für sie, ne? Das ist unglaublich. Mousebots hat ein riesen Problem gegen Crazy, beziehungsweise gegen Alliance. Das ist wie, als würdest du bei Dark Souls immer gegen den Endboss reinscheißen. Einfach krass. Aber man muss auch sagen, Crazy ist halt auch ein crazy Team. Ne, wirklich nicht zu unterschätzen. Absolut gefährlicher Spieler. Aber auch hier bei Tricked hat man auf jeden Fall den ein oder anderen dänischen Juwel im Team. So, Tobi ist auch da. Der Mann mit dem schönsten Bart. Ach, das ist ja schön. Komm, ganz Sprout. Grüße gehen raus an Sprout. Schön, dass ihr am Wochenende auch so fleißig bei uns immer mal in der Loge vorbeigeschaut habt. So, für Sprout geht es natürlich, wie gesagt, um einiges heute. Die müssen sich qualifizieren oder können sich qualifizieren für den Big Apple. Erstmal ein schöner Backstep hier von Jusch. Uiuiui, das ist super bitter für Big. Tja, und da findet man die Lücke wieder über Kurz. Und mit diesem kleinen Sidestep macht man die Runde sehr schnell dicht gegen den Big Clan.
Das ist natürlich sehr traurig, weil der Big Clan jetzt langsam hier die Überhand auf der CT-Seite verliert. Und ein großes Problem ist natürlich dann auch das Geld. Tapsin macht es hier nochmal extrem teuer. Der macht es nochmal sehr, sehr teuer, aber die Bombe wird da nicht mehr rankommen. Die tickt ein bisschen zu schnell. Na, ich will das nochmal versuchen. Hat er ein Dev-Kit? Er hat ein Dev-Kit. Also es könnte er nochmal schaffen. Nee, schafft er nicht mehr. Jetzt tickt die Bombe zu schnell. Hat doch keine Ahnung, wo der letzte ist. Aber nochmal nice drive von Tapsin. Teuer machen war die Devise am Ende. Trotzdem, oh, er stirbt sogar noch der letzte. GG. Naja, teuer hat man's gemacht. Tja, und damit ist es hier erstmal eine Pause. Und die kommt von Big. Ja, langsam wird es Zeit, auf dieser CT-Seite einen Weg zu finden. So, ich muss noch erwähnen, der Herr Rische, der gute Sirson, ist der neueste, das ist der neue Get-Red aus Deutschland. Einfach mit seiner krassen Aktion, mit seinem Handy. Er hat ziemlich 1:1 an Get-Right erinnert, der irgendwann mal durch den Caster, am Caster-Table mit Bier vorbeigelaufen ist. So sah das bei dem Herr Florian aus, ja, der mit seinem Handy gerade von der Analyse rumgelaufen ist. Vielleicht kann jemand mal den Clip reinposten, ich fand ihn mega amüsant. Es war mega lustig. Vielleicht kann AP Zenk den mal kurz raussuchen. Oder jemand anderes. Fand ich auf jeden Fall mega gut. Aber so kennen wir ihn. Den Herr Rische, ne? So gut. Also, der Get-Right des Deutschlands. Es ist einfach gut. Tja, also, es geht weiter. Hunden immer noch auf 2 Kills. Das ist eine absolute Teamleistung von Tricked. Nämlich von 4 Leuten. Und das ist bitter. Wir gucken uns nochmal das Scoreboard an. Und mit 2 Kills. Der ist fast gar nicht auf dem Server, aber guckt es euch an. Die spielen alle. Die letzten, die 4 verbleibenden Spieler bei Trick spielen absolut konstantes Counter-Strike. Also die Frags sitzen. Unten ist gerade eher nur so der Flashmeister. Beziehungsweise der Supporter. Können wir mal gucken, wie viel Enemies hat er denn geflasht. 11. Naja, da auch eher an der oberen Spitze. Aber Arcor dreht hier erstmal auf. Es ist natürlich bei Big nochmal der Halfball. Was willst du machen? Tizian mit der Deagle. Nächster kommt von Dennis rein mit der Deagle. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Kill. Vor B macht man noch ein bisschen Stress. Wo Zeit raus. Gorb versucht da irgendwie zu crossen, aber ohne Erfolg. Tizian verteidigt jetzt allein den Spot und das macht er mit Bravour. Tizi ist da, wird aber hier von denen schon eingekesselt. Passt er auf, kann unten diesmal diesen entscheidenden Kill setzen. Nein, er schafft es nicht und damit macht Tizian hier die Runde fast im Alleingang klar. Klar, da kommt das Backup über die Mitte. Aber Tizian mit diesem Double Kill und mit dem dritten Richtung B macht die Runde für Big hier nochmal um einiges leichter und entscheidet sie am Ende. Tizian bringt die Runde für Big heim und damit auf ein 11:13. Sehr, sehr stark gespielt von Tizian. Zurzeit meiner Meinung nach auf jeden Fall der konstanteste Spieler, den wir im Big Line-Up finden können. Sehr, sehr stark. Tizian, ich liebe dich. So, bei Map, bei Mausbots geht's auf eine dritte Map. Da bin ich auf jeden Fall mal sehr, sehr gespannt, ob Mausbots am Ende gegen den, ja, Dark Souls Endgegner Valiance dann doch gewinnen kann. So, Dennis wartet mit der AWP auf Kante, Flashbang kommt rein, trotzdem Dennis beweist ein gutes Timing. Ist das jetzt hier der Umschwung? Tricked hat auch bewiesen, zumindest in Vergangenheit, dass sie Probleme haben, Partien auf das 2 zuzumachen. Sie spielen sie sehr gerne, keine Frage. Und sie können sie auch spielen, aber das größte Problem für sie ist, Partien zuzumachen auf das 2.
dürfen den Gegner halt hier nicht mehr reinkommen lassen. Also es geht jetzt über kurz das, was bisher ganz gut funktioniert hat, sondern als eine Einheit vorgehen und natürlich diese brachialen Reflex rausholen, dieses gemeinsame Vorgehen. Das klappt bei Tricked heute wie aus einem Guss. Und das sehen wir auch hier wieder. Gemeinsam Richtung kurz nach vorne und gemeinsam den Spot geklärt. Und für Big gibt es hier keinen Nachtisch mehr, keinen Kuchen, kein Eis, keinen guten Dänemark-Becher. Einen Coup Dänemark, den gibt es hier heute für Big erstmal nicht. Dafür muss man gegen Trick gewinnen. Und das sieht gerade nicht gut aus, weil das Geld schon wieder miserabelst aussieht für Big. Und damit geht Trick hier mit 14 zu 11 in Führung. Hier nochmal die Stats für alle, die gerade eben erst eingeschaltet haben. Da können wir nochmal einblenden. Hier gehen wir auf Kills. Hunden halt mit 3 Kills. Es ist halt gefühlt irgendwie ein 4 gegen 5. Ne? Gott B ist jetzt auch nicht so krass dabei. Aber Hunden hat heute, zumindest hier auf das 2, nicht die beste Partie erwischt, würde ich sagen. Und für alle, die jetzt erst einschalten, es geht natürlich um die Qualifikation für die ESL One New York. Das heißt, das nächste große Event findet am Big Apple statt, diesmal aber nur mit 8 Teams. Ist eine kleine ESL One diesmal. Astralis, Liquid und Enz wurden schon eingeladen. So, Vitality hat heute abgesagt, die haben keine Zeit. Die fliegen wohl nach Dallas oder was auch immer, aber auf jeden Fall die Priorität da eher gegen Sprout gesetzt, sich für die ESL Pro League zu qualifizieren. Und ich glaube, das ist auch hier gegebenenfalls ein bisschen wichtiger, als sich da jetzt komplett auszulaufen. Erstmal ein schöner Tower, den Tapsen da auspackt mit seinem Team. Da ein bisschen zu spät gecallt. Aber das tut mir halt echt leid für Hunden. Der ist halt gerade nur am Sterben. Ne? Egal, wohin er geht, er wird immer als erstes rausgenommen. Er ist gerade wirklich so eine laufende Decoy. Ist jetzt natürlich hart gesagt, aber das sind dann auch so Sachen. Da tut mir dann Hunden auch so ein bisschen leid, weil er genau diese Position dann nach vorne einnimmt, wo Tapsen halt instant den Frag bekommt. GG. Meine Damen und Herren, es geht Richtung B, also wieder brachial soll es auf den Spot draufgehen. Diesmal mit 3 Leuten. Und guck mal, oh, das Timing für Bubski. Das hat er aber gehört und da zieht er sich auch direkt zurück. Also, sie sammeln sich wieder bei Tricked und was bisher ja ganz gut hier auf das 2 auch funktioniert hat für Tricked auf der T-Seite, ist natürlich dieses kompakte Spiel. Und das abused man gerade gegen Big ganz gut, auf jeden Fall. Also da hat Big gerade Riesenprobleme. Kreuzfeuer oder gegebenenfalls halt auf dieses Multifrag-Potenzial aufzubauen. Der Einzige, der das bisher zeigen konnte, war Tizi. Und wie gesagt, der spielt um Gottes Willen wieder keine schlechte Partie. Aber diesmal ist der Refrag da und die Runde für Big. Also sie können hier durchbrechen und damit nochmal durchatmen zum 12 zu 14. Big ist noch da. Aber zu welchem Preis? Das ist die andere Frage. Zu einem sehr hohen Preis, weil sie müssen runterkaufen. Damit geht's weiter. Trick kann auf jeden Fall den Druck hier noch erhöhen. Für Big ist das natürlich eine sehr unangenehme Situation. Erstmal der Aufbau für Trick über die Mitte. So, man sucht eine neue Lücke. Da wartet nur Tizian. Ja, und nur Tizian ist vielleicht ein bisschen untertrieben, weil Tizian bisher meiner Meinung nach hier eine sehr gute Partie spielt. Sehr viel Impact und auch die eine Runde entschieden, die auf jeden Fall Big gebraucht hat. Ansonsten wäre es ja höchstwahrscheinlich schon die Overtime
gegebenenfalls sogar dadurch, dass die Economy von Big dann komplett ramponiert gewesen wäre, sogar vielleicht sogar der Sieg für Trickshot. Ne? So, meine Damen, meine Herren, es geht auf jeden Fall weiter. Tricked sucht hier die Lücke. Ja, und sie waren genau da weiter, wo sie aufgehört haben. Und zwar sich sammeln, nochmal die Hände schütteln, nochmal einen Schluck Kaffee zusammen trinken, wie als würde man sich als Kollegin im Arbeiterraum treffen. Und dann geht es irgendwie gemeinsam nach vorne wieder zur Arbeit, Arbeit. Und zwar Richtung Asset. Uiui, da steht man, der Smoke. Oh, das könnte ein super Backstep werden. Und das wird ein guter Backstep. Nein, Gott, B bekommt nur einen. Wir haben so viel Utility damit schon gefressen. Nochmal von Borup der Refrag. Und dann ist es Thompson. Der spielt es einfach nur zeitlich gut runter. Ey, wie glücklich das für Big gerade gelaufen ist. Wirklich. Eieiei, bricht mir der Nerv fast ab. Da rutscht mir das Herz in die Hose. Eieiei. Und da muss man sagen, da hat Thompson die Runde echt gut entschieden. Gut, dass er da nicht gecheckt wird. Und er spielt einfach auf Zeit runter, dass auch kein zweiter Plant möglich ist. Danke, Thompson. Danke. Oh, wie viel Utility der Misch, die da gefressen haben. Und dann am Ende so wenig draus gemacht. Super, super bitter. Dafür haben wir das Geld jetzt gebrochen bei Trick. Sie müssen wieder runterkaufen. Das ist eine wichtige Runde für Big. Nämlich das 14-14 in greifbarer Nähe. Dann haben wir auch die Möglichkeit, in die zumindest erstmal sichere Overtime zu gehen. Also das war gut gespielt von Gob. Der hätte aber mehr draus machen können auf jeden Fall. Das ist am Ende nicht ganz so optimal gelaufen. Ja, auch ganz so optimal lief es dann auch nicht für Tricked, weil da wurden sie dann von Thompson vernascht. Jetzt geht es wieder Richtung B. Ja, vielleicht mit den Pistolen sogar gar keine schlechte Idee. So, Big stellt sich langsam auf dieses Spiel ein. Sie decken sogar schon zu zweit den B-Spot ab. So, mit einem in der Ecke. Das übernimmt Tizian mit der M4. Ganz, ganz gefährlich. Flashbang kommt rein. Tizian springt raus. Das haben sie auf jeden Fall gehört. Damit wissen sie, dass auch zwei Leute Richtung B sind. Da wollen sie jetzt zugreifen. Mal gucken, ob sie jetzt draufkommen. Thompson. Ja, sehr gut gemacht. Sehr stark gespielt zusammen. Die beiden mit dem T an Position Nummer 1 für absolutes Tier. Und damit ist die Runde vorbei. Also für Big geht es hier auf jeden Fall in Runde Nummer 14 und für Trick gibt es kein Geld. Das heißt eine Overtime. Ich glaube, das wäre das Sinnvollste für Hunden und Co. Und so sieht es auch aus. Also, man legt hier unglaublich viel Geld auf die Seite. Boobski, bei ihm ist es natürlich nicht möglich, weil er die Waffe über die Zeit durchgebracht hat. Aber dafür hat man auf jeden Fall eine Griech, mit der man arbeiten kann. Die gute Griech. Ne? Wer kennt sie nicht? Nein, die Krieg ist natürlich auch schon ewig drin. Und warum sie Krieg heißt, weil sie in 1.6 Krieg ist. Weil es da noch keine, Lizenzierung für Waffennamen gab. Da hieß zum Beispiel die M4, hieß zum Beispiel Maverick und ich glaube die AK hieß CV47. Ja, sehr kreativ, oder? So, auf jeden Fall wichtiger Kill von Boobski und ist das jetzt hier der Umschwung. Dieser eine kleine Push von Big und danach der Kriegkill auf B scheint hier genug zu sein, dass Big diese Stellung Richtung B nicht halten kann und die müssen safen gehen. GG. Oh mein Gott, das sieht nicht gut aus. Das war keine große Investition bei Trick. Tja, und da sieht man einfach, wie wichtig es ist, gegebenenfalls auch mal eine Waffe durchzubringen. Trick ist da das beste Beispiel. 25 Kills bei Boobski.
25 Kills bei Borup, aber Borup spielt doch heute 2 Daumen hoch dafür. Wirklich, sehr, sehr stark. Ja, und unten weiter 3 Kills. Er tut mir ein bisschen leid. Er tut mir ein wenig leid. Wirklich. Wie viel Leute hat er denn geflasht und wie viel TD-Damage hat er denn gemacht? Naja, er hat 16 Leute geflasht, also wird er dafür dann noch eingesetzt, irgendwie zu flashen. Aber das gleiche kann auch Bubski machen. Und der Utility-Damage ist bei 72. Naja, das ist jetzt nicht die beste Partie von Hunden. Aber man kann schon fast sagen, Gob B am Anfang gut in der Partie drin gewesen, auch ein bisschen nachgelassen. Und ja, Hunden ist gar nicht drin. Somit kann man fast sagen, es ist ein 4 gegen 5 zumindest. Ist jetzt natürlich übertrieben, es sind immer 5 Leute auf dem Server. Gob B gleicht natürlich auch so ein bisschen gerade die Leistung von Hunden aus, dass man halt 4 Leute hat, die hier um den Titel oder um das Weiterkommen spielen. Aber allgemein läuft das gerade an einem Strang besser bei Trick. Man sieht es einfach, fühlen sich die Spieler gerade im Allgemeinen als Einheit viel, viel besser. Und wir dürfen halt auch nicht vergessen, Bubski und der gute Borup machen auf jeden Fall hier einen verdammt guten Job. Ach ja, die Frage. Sehen wir eine Overtime? Sehen wir eine Overtime? Es ist nochmal ein Bye für die Jungs und Big. Auf jeden Fall den Timeout, den haben wir von Trick gesehen. Und Dennis in der Mitte. Ganz, ganz wichtiger Kill. Und was eine gute Eröffnung. Und damit endlich mal Trick so ein bisschen, ja, den Wind aus den Segeln nehmen. Das ist doch viel wert. Weil dadurch hat man eine gute Möglichkeit, diese Runde auf jeden Fall für sich zu entscheiden, das irgendwie in Overtime reinzubringen. Und das sollte auf jeden Fall das Ziel sein. So, den Spiel hat man auf jeden Fall gesehen. Bubski muss da ordentlich einstecken. Tapsen weiterhin mit AWP Nummer 2 in der Mitte unterwegs. Dafür Dennis alleine Richtung B abgestellt. Der Rest fokussiert sich auf den Aspen. Beziehungsweise hat man Tizia noch auf lange, auf kurzer Distanz in der Mitte abgestellt. Wichtige Runde für Big, wenn sie hier verlieren sollten, wäre das das 2:0 für Trick und auf der anderen Seite auch, ja, das Ausscheiden aus diesem Qualifier gegen die Dänen. Na, es geht Richtung kurz. Das ist erstmal das Ziel von Trick. Warten die Smokes ab, lassen selber ihre Gürtel noch sehr voll. Und damit natürlich auch wieder der Execute. Und diesmal ist es Big, die hier die Offensive suchen mit Santaris. Santaris kann zuschlagen. Refrag kommt rein. 3 gegen 4 Situation. Sie waren zu zweit. Da passt man gut auf. Taps nämlich an der AWP. Trotzdem, sie haben noch 22 Sekunden. Sie müssen irgendwie, sie müssen irgendwie versuchen, hier durchzubrechen. Es soll über die Mitte gehen. Die Information kann Tizian super einsammeln. Und dann ist es das. Es geht doch mal in der Overtime. Das heißt für den Big Clan nochmal eine Chance in dieser Partie irgendwie am Leben zu bleiben. Und natürlich auch für Trick das Ganze, ja, zu beenden mit einem 2:0. Gute Information, die Tizian dann da unten bekommt. Der steht schon im Rücken der Gegner. Und kann damit natürlich perfekt callen, wo sich beide Spieler am Ende hin orientieren. Und dann schlägt man hier zu. Also, es geht auch. Die Runde geht an die Jungs von Big. Und damit das 15:15. So, meine Damen und Herren, es geht auf jeden Fall weiter. Es geht um die Wurst, nämlich für den Big Clan geht es um den Einzug in die nächste Runde und zwar in das Halbfinale dieses Qualifiers. Das gleiche gibt es natürlich auch für Trick. Zwischenzeitlich gucken wir mal auf die anderen Ergebnisse, die so anstehen.
wer sich denn bisher so durchgesetzt hat und wer denn bisher noch so spielt. Vitality, wie gesagt, ist auf jeden Fall raus. Die haben ja Devin abgegeben oder beziehungsweise Devin für Sprout. G2 hat 2:0 gegen die Blue Jays gewonnen. Mousebot spielt gegen Crazy noch. Jetzt gucken wir mal ganz kurz, wie viel die Jungs von G2 gerade gespielt haben. Das würde mich mal interessieren. Gucken wir erstmal, wie viel es bei Mousebot steht. Da ist es nämlich die Map 16:13 gewesen. Also Mousebot kann auf Train nochmal zurückschlagen nach einer 4-Runden-Hälfte. Also mit auf der T-Seite auf Train holen sie 12 Runden auf Train, auf der CT-Seite. Ah, ein bisschen wackelig Mousebot unterwegs, ne? So, und auf der einen Seite haben wir Trick gegen Big, wo wir jetzt uns gerade auf Map Nummer 2 befinden, 15-15. Und wir hatten noch das Spiel rund um G2 gegen die Blue Jays. Das würde ich euch gerne auch sagen, was gegangen ist. Da suche ich nämlich gerade kurz das Ergebnis. Wo ist es? G2 gegen die Blue Jays, genau. Das 2 mit 16:6 an G2 und 16:11 an Inferno ging das auch nach Frankreich. Ja, trotzdem, das Line-Up von den Blue Jays gefällt mir ganz gut, eigentlich. Das ist ein serbisches Line-Up. Zeigt auf jeden Fall gut Potenzial nach oben. Ich bin gespannt, wie es für die weitergeht. Blue Jays ist natürlich auch bei dem einen oder anderen bekannt. Hatten ja auch mal ein deutsches Team, das des Öfteren mal auf einer ESL-Meisterschaft gespielt hat. Damit warten wir auf den Start in dieser Overtime. Ne? Wir haben noch ein bisschen Zeit. Vielen Dank an 8000 Zuschauer. Ich frage mich, wo die ganzen Leute denn herkommen. An einem Dienstagmittag um 2:39 Uhr. Ihr seid die Besten. Ja, und die Besten seid ihr auch, wenn ihr mit uns über das Hashtag 99ESL1 gerne kommunizieren wollt. Nämlich da könnt ihr Bilder einsenden, ihr könnt uns Fragen stellen, ihr könnt alles machen. Hauptsache ihr nutzt das Hashtag, nämlich 99ESL1. Und gegebenenfalls uns da mit eurem geistigen Inhalt zu überzeugen. Gucken wir doch einfach mal, ob es irgendwas gibt. Nö, gar nichts. Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht, ne? Also, da erwarte ich natürlich auch Einsatz von euch, dass ihr euer Team auf Twitter anfeuert. Und von daher lassen wir uns mal überraschen. So, also, ansonsten, was ist denn noch passiert? Coldzera hat sich benchen lassen und sucht eine neue Herausforderung. Es gibt wohl schon Gerüchte, dass die Jungs von FaZe dran sind, ihn zu holen. Bin mal gespannt, ob das was wird. Coldzera würde wahrscheinlich perfekt da reinpassen. Nur die Frage ist, wen nimmt man dafür raus? Das ist die andere Frage. Ich glaube, Neo will man nicht gehen lassen. Was ist eure Meinung dazu? Denkt ihr, Coldzera ist ein guter Pick? Ich finde, naja, geht so. So, meine Damen und Herren, es geht weiter. Aber so war das schon immer. Also, wenn irgendwo Gerüchte sind, klar. Das erste Gerücht, was auftritt, ist natürlich Coldzera zu FaZe. Weil er da einfach auch vom Individuellen gut hinpasst. Aber wie weit die Gerüchte dann stimmen, das wird sich in Zukunft zeigen. Ich denke, Coldzera würde super auch in andere Lineups reinpassen. Aber da kommen wir auch
gerne nochmal in der Pause drauf eingehen, wenn da nochmal eine taktische Pause ist oder so. Oder einfach eine Halbzeitpause. Jetzt kümmern wir uns erstmal um Big gegen Trick. Die suchen nämlich direkt mal die Antwort. Und es soll Richtung lang gehen. Sau starker Kill von Bubsy mit der Krieg. Und das ist natürlich eine super Öffnung. Da können sie einfach das Kreuzfeuer Richtung lang aushebeln. So, Santas wird abgesmoked. Damit geht hier Trick nach dem Vorteil, den sich Big erarbeiten kann, erstmal wieder in den Nachteil. So, nochmal. Im Sprung will man versuchen, die Bombe da rauszunehmen. Guter Push da von Bufsky, muss jetzt aufpassen. 26 HP und dann geht er nochmal um die Ecke und holt den Kill. Konten ist jetzt auch mal endlich da. Herzlich willkommen, Hunden, auf dem Scoreboard. Das ist der erste Kill gefühlt nach Dekaden, die er abliefert. Und da könnte natürlich jetzt der Knoten platzen. Ich habe auch gesagt, Coldzera kann auch gerne zu mir kommen. Ne? Ist kein Ding. Ich gründe dann mit ihm das Team. 7:1, Brazil, never forget, ne? Und dann passt das schon. Bezahle ich dann aus der Portokasse das Gehalt von ihm. So, kann der Big Clan, ja, den längeren Atem beweisen und hier am Ende irgendwie die Overtime nochmal holen? Ist das jetzt für Tricked eine günstigere Ausgangssituation? Aber was Bubsky uns da eben gezeigt hat, war auf jeden Fall nicht schlecht. Aiming weiterhin sehr konstant. Und wir dürfen nicht vergessen, Hunden hat schon wieder einen Kill gemacht. Das kann nicht gut sein für Big. Das kann nicht gut sein. Wenn Hunden jetzt noch anfängt, hier zu schießen. Und es geht nach vorne. Also, 4 gegen 4. Jusch mit dem nächsten. Und Hunden ist jetzt hier komplett am Eskalieren. So, der wurde gesehen. Bombe kann geblendet werden. Legt sie direkt auch für lang mit einem guten Backup. Und da ist nochmal Dennis. Dennis jetzt mit Gop B im 3 gegen 2. Ja, und wie gesagt, wenn Hunden jetzt da ist, ist es natürlich mega, mega schwierig. Weil Hunden kann hier unglaublich gefährlich werden. Wie gesagt, aiming-technisch kann er da auf jeden Fall dick mithalten. Gop versucht ihn irgendwie aus der Ecke rauszudrängen. Ja, und Big mit einem riesen Problem. Sie haben immer noch den Spieler im Pit. So, Hunden. 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 Ja, jetzt soll es vorbei sein. Ja, das war's. Also. Hunden lässt ihn da verhungern. ...15:17. Es geht in keine gute Richtung für die deutsche Organisation. Scheitert man hier gegen Tricked aus. Das wäre natürlich, ja, wenn man es hart auf hart nimmt, der nächste traurige Werdegang vom Big Clan. Obwohl ich sagen muss, dass Tricked halt echt ein starkes Team ist. Und wahrscheinlich sogar stärker ist als Big. In vielen Situationen. Besonders bei der Tagesform haben sie individuell halt sehr krasse Spieler. Naja, so ist das im Leben. Trotzdem die Partie noch nicht vorbei. So. Gop nochmal mit der Antwort. Ist das hier jetzt nochmal eine Runde? Da muss man auch einfach sagen, dass Tricked in vielen Situationen das doch schon sehr schlau gespielt hat bisher. Also dieses sehr brachiale zusammen oder gemeinsame Vorgehen ist ein Riesending, was du halt gegen Big hier ausnutzen kannst. Das ist ein sehr schöner Pick gewesen, aber Dennis macht hier rein gar nichts. Als die Information bekommen sich, Hunden direkt mit dem nächsten. So, und dann ist es Borup. Der wartet Richtung Kurz. Das ist eine 3 gegen 2 Situation. So, und damit ist es hier für Tapsen und Tizian der Retake. Mit 2 gegen 3, gute Position von Borup, aber der schießt auch heute alles um. Oh, muss man aber sagen, sauber. Einfach sauber gespielt.
Jo. Und dann passt es. Also, ist aber da in der Situation nicht gut von Big gespielt. Klar, man versucht den Spot zu verteidigen, aber das ging gerade zu einfach für Tricked Richtung lang. Klar, das Timing war perfekt, sie waren super weit vorne. Da konnte man auch mit der Flashbang nicht mehr wirklich viel machen, aber na, hätte auf jeden Fall besser gelöst werden können. Wenn man es einfach mal Vergleich sieht, wie das zum Beispiel so ein Astralis löst. Oder solche Situationen ein Team Liquid löst. Ist das natürlich ein riesen Unterschied. Also nicht gerade perfekt abgelaufen. Aber sitzen dann halt auch wieder die Fracks. Auch wenn von Dennis das Risiko eingegangen wurde. Und Risiko muss man dann auch ein bisschen eingehen, war das auch nicht gerade von Erfolg gekrönt. Tja, sollte Big hier rausfliegen, haben wir ja noch Sprout. Da könnt ihr nämlich dranbleiben, weil Sprout werden wir im Anschluss übertragen. Und zwar gegen Mousebots oder gegen Crazy. Wer es dann am Ende sein wird, könnt ihr natürlich auch noch erfahren. So, Hunden, wie gesagt, der hat erst gedacht, er spielt ab Overtime Nummer 1 mit. Vorher wollte er sein Team arbeiten lassen. Damit ist es jetzt das 18:15. Wir haben den Seitentauschen für Big. Die erste große Herausforderung, nochmal in die Overtime reinzukommen. Das ist natürlich ein super, super bitterer Start hier in die erste Verlängerung. Und für Big natürlich jetzt, was her muss, ist ein fehlerfreies Spiel. Also sie dürfen sich keinen Fehler mehr erlauben, wenn sie hier die Partie nochmal gewinnen wollen. Beziehungsweise die erste Chance wäre erstmal das Ding irgendwie in die Overtime Nummer 2 zu bringen. Na? Ups, eh. Und Hunden, ah, ja, ja, das sieht super bitter aus, aber das war auch ein guter Peak in der Mitte, wirklich super gut gelaufen. Und damit steht Big hier mit dem Rücken gegen die Wand. Ich bin gespannt, was können sie machen? Kommen sie durch? Sie haben auf jeden Fall einen schwierigen Gegner vor sich. Das ist Arco. Nochmal gute Utility eingesetzt, die im Big Clan hier weiter auffällt. Flashbang war gut. Sie droppen nach unten. Oh nein, Hund macht den Kill nicht, aber der Call kann durchgegeben werden. Trotzdem, sie brechen durch. Und jetzt liegt Saburo, aber der hat schon bewiesen, was er mit der M4 kann. Trotzdem kommt nochmal der Refrag rein. 2-gegen-2-Situation. Der Big Clan will es hier nochmal spannend machen und den Siegeswillen auf den Tisch packen. Tricked Esports teilt sich auf in eine 2-gegen-2. Sie waren zu zweit ab. Was ein krasser Kill von Yush. Und den Spieler hat er gesehen. Er weiß ganz genau, der sitzt da. Sein Mate geht nach vorne. Er muss ihn nur noch supporten. Sieht den Kopf. Und jetzt hat man bei Goppe ein Riesenproblem. Und das war's also. Die Runde vorbei. Und Tricked holt sich hier die perfekte Overtime. Das war's. GG, well played. Damit geht die Partie an Tricked, an die Dänen, sind damit eine Runde weiter und Big darf sich hier aus diesem Qualifier verabschieden. Das war nix, 2-0 gegen die Jungs von Tricked verloren, einmal auf Nuke,